Freunde, läuft einfach mal raus. Feldspritze einwinden ist angesagt. Für Sonntag ist minus 1 Grad gemeldet, Montag minus 3 und Dienstag minus 4 Grad. Und da meine Feldspritze nicht in einem frostfreien Raum lagert, muss ich da zuerst reinigen, das ist ja klar, muss man immer machen. Und dann wird mit Frostschutz durchgespült, damit der ganze Balken, die Pumpe mit Frostschutz gesichert ist, damit die Pumpe nicht kaputt geht. Zum Reinigen habe ich jetzt da, man sieht es nicht, Agroclean eingefüllt, ins Wasser reingegeben und lasse jetzt die Maschine durch ein bisschen laufen, dann Balken durchspülen mit dem Agroclean. Ist sehr gut, nachher ist das sauber. Frostschutz steht auch schon bereit. Ich habe da zwei Kanister, 20 Liter, die lasse ich da unverdünnt durchlaufen. Damit da bis zuletzt hinten in den Balken genügend Frostschutz reinkommt, weil wenn da ist ja immer noch ein bisschen Restwasser in der Spritze und das verdünnt sich mit dem Frostschutz, darum bei mir immer unverdünnt Frostschutz durchlassen.